Nach derzeitigem Erkenntnisstand gegen 17.35 Uhr ging der erste Anruf ein auf der B59 zwischen Grevenbroich und Köln. Ein schwerer Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, ein Frontalzusammenstoß. Ein aus Köln kommender Daimler, besetzt mit 4 jüngeren Personen, vermutlich infolge des Starkregens und damit einhergehendem Aquaplaning aus bisher nicht geklärter Ursache ins Schleudern geraten und im Gegenverkehr mit einem Toyota aus Frechen kollidiert. Die 4 Personen in dem Daimler schwer verletzt, in die umliegenden Krankenhäuser verbracht worden. Die beiden älteren Damen in dem entgegenkommenden Fahrzeug schwerst verletzt. Eine mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht worden. Die andere auch mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.